Im heutigen Video möchte ich mal an einem wirklich praktischen und tatsächlich so auch vorgekommenen Beispiel zeigen, warum es so wichtig ist, wenn man sich bei seiner Photovoltaikanlage für Ersatzstrom oder Notstrom entscheidet, also dass die Photovoltaikanlage noch ohne Stromnetz laufen kann oder zumindest der Speicher noch Strom abgibt, warum es so wichtig ist, dass man dann auch eine Reserve im Speicher hat, denn wir haben das in der letzten Woche erlebt, wie es ist, wenn man das nicht hat. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, abonniert gerne den Kanal. Nach dem Intro zeigen wir, worum es geht. Und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, ich muss schon sagen, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Vergangene Woche Sonntag abends oder am frühen Abend ging hier ein episches Unwetter über unserem kleinen beschaulichen Quickborn herunter. Es war überhaupt nicht so im Regenradar oder so angesagt und irgendwann plötzlich, wir wollten draußen essen und hatten noch die Markise rausgefahren und dann, damit alles trocken bleibt, es war nur ein kleines Regengebiet angesagt und plötzlich wurde das rot und röter im Regenradar und ja, wir hatten die Markise noch nicht reingefahren, da ging es auch schon los. Und plötzlich gab es einen Blitz und einen Donnerschlag und ich stand dann mit dem Besen in der Hand an der Markise, um das Wasser runterzudrücken. Und dann dachte ich schon, jetzt hat es einen von den beiden Baumriesen erwischt vor unserem Grundstück. Aber nee, die haben es natürlich wieder geschafft. Unkraut vergeht halt nicht. Es fing an um 16:45 Uhr, also 17.15 Uhr und bis 21 Uhr, 21.30 Uhr hat es echt heftig geregnet. Und sogar in die Nachrichten hat es Quickborn geschafft, Tagesschau, NDR, alle haben darüber berichtet. Über 70 Liter pro Quadratmeter in der Stunde ging hier runter und das über mehrere Stunden. Ich muss sagen, also sowas in der Intensität vielleicht schon, aber in dieser Dauer auch, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, und wie ihr ja seht, die Bilder hier, es ist wirklich richtig was abgesoffen, teilweise in den Straßenzügen. Und das Umspannwerk hat wohl auch Teile Quickborns vom Stromnetz getrennt. Das hat uns zum Glück nicht betroffen, aber es hätte uns ja genauso gut auch ereilen können, dass wir keinen Strom gehabt hätten. 2,5 Stunden kann ich absolut mit leben, aber wenn man schon so eine Funktionalität hat in der Photovoltaikanlage, dann sollte man das auch nutzen können, meiner Meinung nach. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Situation mit unserer Stromerzeugung in der Zeit war und wie es mit dem Akkustand dann aussah. Und hier sehen wir also den besagten 21. Juli und wir sehen hier, wir hatten einen sehr schönen Tag. Bis 10 Uhr war wirklich purer Sonnenschein und tagsüber hatten wir dann Temperaturen, die lagen jenseits der 30 Grad. Also es war echt schwül, warm an dem Tag schon und kaum auszuhalten. Und dann um 17.15 Uhr ging es dann halt los, das seht ihr hier. Da war Feierabend mit der Erzeugung, der Himmel war so dunkel, da ging gar nichts mehr. Normalerweise, wir können uns das am Vortag mal ansehen, normalerweise produziert die Anlage bis 21.30 Uhr noch in dieser Jahreszeit Mitte Juli. Aber an dem Tag war einfach um 17.15 Uhr Feierabend und dann kam auch nicht mehr wirklich viel. Hier nochmal so 100 Watt, das war es dann aber auch. Und ich habe also auch eine solche Unterbrechung der Stromerzeugung im Sommer noch nicht erlebt. Ja, und was ist jetzt das Problem, wenn so ein Unwetter runtergeht und der Strom ausfällt? Ja, die Photovoltaikanlage, die erzeugt auch nichts mehr. Und wenn ihr jetzt keine Reserve im Speicher habt, gut, an so einem Tag abends ist der Speicher erstmal gefüllt, das ist klar. Aber im übertragenen Sinne als Beispiel, wenn ihr keine Reserve für euren Speicher festgelegt habt und erwischt so ein Unwetter und der Speicher ist nun mal zufällig gerade nicht voll, ja, dann bringt euch eure ganze teure Ersatzstrom- oder Notstromversorgung nichts. Ersatzstrom ja immer quasi, dass das Gebäude auf allen drei Phasen komplett weiterversorgt wird. Notstrom habt ihr meistens so eine Steckdose und könnt noch aus dem Speicher rausziehen. Und bei uns, wir haben ja Ersatzstrom, das heißt, die Photovoltaikanlage produziert weiter und liefert Strom und auch der Speicher liefert weiter, also kein Problem. Ja, und wenn in so einer Situation der Speicher leer ist, tja, dann hat man Pech gehabt, dann ist die teure Investition für die Katz gewesen, weil Photovoltaik liefert nichts mehr, Speicher ist leer und dann steht ihr da und habt keinen Ersatzstrom, keinen Notstrom, für den ihr eigentlich viel Geld ausgegeben habt. Ja, für mich war das schon ein einschneidendes Erlebnis, wirklich mal am eigenen Leib zu erfahren, wie das ist. Wir haben ja Ahrtal gesehen, wir haben Bayern gesehen, wir haben auch früher im
2002 die Oderflut gesehen. Ja, man guckt sich das im Fernsehen an, aber wenn du dann wirklich mal deine eigenen Straßen siehst, wir waren nicht live dabei, bei uns war es auch nicht das große Problem. Es waren schon gewaltige Wassermassen, die darunter kamen, aber unser Haus ist zum Glück so gebaut, dass wir damit in der Regel kein großes Problem haben. Der Keller nicht vollläuft, weil die Kasematten ein bisschen erhöht sind. Aber trotzdem dann mal Straßen im Fernsehen zu sehen, wo wirklich das Wasser halben Meter und mehr hoch steht und die Straßen kennt man, ja, das ist schon dann ein etwas anderes Gefühl. Und ja, ich habe das Gefühl, wir erleben solche Ereignisse in letzter Zeit immer häufiger. Das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, baut Photovoltaik, erzeugt grünen Strom, das alles hat schon seinen Sinn. Ich möchte sowas eigentlich nicht so oft erleben, weil gerade Wasser, wie sagte jemand von der Feuerwehr zu mir oder ehemals Feuerwehr, Feuer ist noch nicht das Problem, Feuer kann man löschen, gegen Wasser hast du aber keine Chance. Und das ist wirklich so, wenn man solchen Wassermassen dann ausgesetzt ist, da hat man wirklich nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und das finde ich schon ziemlich beängstigend. Und wie gesagt, ich finde, das brauchen wir nicht häufiger und es kommt halt immer häufiger vor. Und ja, ich wollte es ein bisschen mit Bezug auf unseren Kanal heute machen, mit der Speicherreserve, die man einfach dafür haben sollte, aber auch einfach nochmal aufzeigen. Jetzt hat es uns auch mal hier erwischt, in unserem gemütlichen Quickborn hier nördlich von Hamburg. Und da hatte ich eigentlich auch nicht mitgerechnet. Hier ist auch kein Fluss, der groß über die Ufer tritt, wie es in anderen Fällen ist, sondern hier ist einfach so, dass das Wasser durch diese Menge, die über eine längere Zeit runterkam, einfach nicht abgeflossen ist. Und das sind Dinge, die haben wir früher eigentlich nicht so erlebt. Ich zumindest in meinen 50 Jahren, die ich jetzt auf dieser Welt bin, habe das so noch nicht erlebt. Aber das Problem ist halt, es wird immer heißer und warme Luft trägt halt Wasser besser. Und dann kann halt mehr in einem Schwung runterkommen. Und ja, das ist die einfache physikalische Erklärung dafür, warum solche Ereignisse häufiger auftreten. Die letzten Sommer waren nicht mehr ganz so heiß hier bei uns in Deutschland. Aber global hören wir halt, jedes Jahr wird es heißer und heißer auf der Erde. Und das sind halt einfach die Auswirkungen. Das hat nicht immer nur was mit Hitze zu tun. Das hat auch was mit Wetterlagen zu tun. Da spielen eine ganze Menge Sachen rein. Ich bin kein Klimatologe, ich will ja jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber wie gesagt, jetzt hat es uns auch mal erwischt und dann spürt man schon hautnah, was das Ganze bedeutet. Ja, also, wenn ihr Ersatzstrom, Notstrom habt, dann sorgt immer für eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Oder anders gesagt, seht zu, dass euer Speicher eine Reserve hat, weil es kann sein, dass die notwendig wird, wenn die Photovoltaik nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sage ich aber auch immer, 2, 3, 4 Stunden kann man auch ohne Strom aushalten. Das ist jetzt nicht das große Problem. Aber wenn man die Technik schon verbaut hat, wie wir, dann möchte man sie natürlich auch nutzen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Dann kriegt ihr immer mit, wenn es was Neues gibt. Und ich sage, der Herbst, der wird noch einiges bereithalten. Solarpaket 2 steht noch aus und dann die genauen Ausarbeitungen, wie es weitergeht mit dem Haushalt, Einspeisevergütung für nächstes Jahr, PV, da halten wir euch immer auf dem Laufenden. Also wenn ihr dann hier fest eingeklinkt seid, kriegt ihr das auch immer mit. Schaut auch mal bei Instagram rein, da sind wir auch aktiv. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.